Frau Müller sitzt mir gegenüber vom Verein Taubenfreunde e.V. aus Künzelsau. Frau Müller, vielleicht ein paar kurze Worte vorab. Was ist der Sinn und Zweck des Vereins Taubenfreunde? Ja, also wir haben vor 3 Jahren diesen Verein gegründet, weil uns aufgefallen ist, dass die Tauben hungern. Wir haben uns dann auch erkundigt und haben herausgefunden, dass Tauben eben verwilderte Haustiere sind, die die Hilfe des Menschen brauchen. Und in Künzelsau war es eben so, dass wir gesehen haben, die Tauben sind krank, am Verhungern, fressen nur Reste von der Straße und sind deshalb auch eben krank und der Kot ist nicht so, wie er sein sollte und das macht den Kot aggressiv, aber gesunde Tauben haben keinen aggressiven Kot. Gesunde Tauben sind ganz normale Vögel und wir haben uns damals gesagt, wir müssen was tun, so geht es nicht mehr weiter bei uns, auch hier in der Stadt. Ja. Jetzt haben Sie in der vergangenen Zeit mehrfach und in mehreren Medien festgestellt, dass Ihnen die Helfer ausgehen und Sie haben neue Helfer gesucht. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Ja, es ist also so, wir waren am Anfang schon einige Leute und viele Aktive dabei. Dann ging das los, dass die ersten umziehen mussten. Meine Tochter berufsbedingt, die Vorsitzende vom Verein ist. Dann ist leider mein Mann verstorben, der eine sehr große Hilfe war und wir haben das gemeinsam gemacht. Noch eine Kollegin ist gestorben, dann sind einige verzogen, krank geworden, älter geworden, also es sind etliche ausgefallen. Und im Moment ist es so, dass ich fast allein im Taubenhaus stehe jeden Morgen. Es gibt noch 2, 3 Helfer, die schon mal einspringen, aber im Grunde genommen bin ich eigentlich jeden Morgen allein im Taubenhaus und mache alles allein. Und das schaffe ich nicht mehr. Ja, und jetzt haben wir versucht, Helfer zu finden, aber leider es findet sich niemand. Und wenn, dann sind es Leute, die eh schon sehr arm sind, an der Armutsgrenze leben und die ganz gerne ein paar Euro dafür möchten. Und das möchte ich denen auch gern geben, weil es ist schon mit viel Arbeit und auch viel Dreck verbunden, macht aber auch Spaß. Aber wie gesagt, die Leute sind eh schon nicht so bemittelt und möchten eben einfach ein paar Euro und die haben wir nicht. Was fordern Sie für den Verein? Ja, also wir möchten gern, dass die Stadt Künzelsau etwas mehr Verantwortung übernimmt. Sie haben uns wunderbar unterstützt am Anfang, das war auch, hat auch gereicht, aber die Sache ist immer mehr ausgeufert. Es kamen immer mehr Tauben, die Leute, es hat sich rumgesprochen, wenn jemand eine Taube findet, da haben sie immer meine Telefonnummer gewusst und ich habe mindestens 100 Tauben in den letzten 3 Jahren aufgenommen, aber es ist kaum etwas dazugekommen. Die Stadt ist bei ihrem Budget geblieben, das reicht nicht hinten und nicht vorne, weil die Tauben werden, wie gesagt, mehr. Wir haben alle Tauben oder viele Tauben, die meisten Tauben aus der Stadt angelockt. Jeden Morgen sitzen da ca. 300 Tauben, die alle satt werden wollen und wir wollen sie satt machen, weil wenn sie nicht satt sind, gehen sie wieder in die Stadt und betteln und das ist ja unser Ziel, dass das nicht passiert. Und deswegen haben wir eben, wie gesagt, jetzt Probleme. Das Futter, das was wir von der Stadt bekommen, das Geld, reicht gerade fürs Futter. Aber da kommt noch eine ganze Menge dazu. Jetzt ist die Taube, vor allem die Stadttaube, ja nicht unbedingt eines der beliebtesten Tiere der Menschen. Wie gehen Sie damit um, wenn Ihnen jemand begegnet und sagt, bringen wir sie doch einfach alle um? Ja, also sie sind nicht beliebt, aber leider wissen die meisten Leute nichts. Sie haben das eben so übernommen, das wurde halt immer so gesagt, Ratten der Lüfte. Das ist überhaupt nicht wahr. Tauben sind verwilderte Haustiere. Wir Menschen sind schuld an dem Elend der Haustiere, weil wir haben, unsere Großeltern haben vor vielen, vielen Jahren den Tauben einen ganzjährigen Brutzwang angezüchtet, weil man sie früher gegessen hat, die Eier verwertet hat, die Federn. Und irgendwann hieß es halt, die braucht man nicht mehr. Und jetzt sind sie eben da und die können nichts dafür, dass sie da sind. Es sind sehr intelligente, liebenswerte Tiere, treu, einfach sehr besorgte Eltern. Also es ist wirklich, es sind Tiere, die mich faszinieren und nicht nur mich. Aber man muss sich damit beschäftigen und das machen die wenigsten. Die hören das und die lassen ihre Kinder in der Stadt die Tauben jagen, die eh schon am Erfahrungen sind, weil sie einfach nichts besser wissen. Und das ist schade und wir versuchen aufzuklären. Und das machen Sie jetzt heute mit diesem Vortrag? Also es war so geplant, dass wir diesen Vortrag eigentlich machen wollten, um den Leuten in Künzelsau zu sagen, guckt mal her, das machen wir, warum machen wir das? Mittlerweile hat sich's verändert. Heute ist eigentlich ein Abend, der sehr entscheidend sein wird. Ich bin auch schon ganz traurig, weil ich weiß nicht, eigentlich müssen wir diesen Verein aufgeben. Der Verein besteht nur noch aus 3 Leuten und zahlenden Mitgliedern. Okay, aber unser Mitgliedsbeitrag sind 10 Euro, das bringt uns auch nicht weiter. Also wenn heute nichts Entscheidendes passiert, wir haben alle Entscheidungsträger eingeladen, vom Bürgermeister über die gesamten Leute, die hier arbeiten, die hier Geschäfte haben und so weiter. Wir haben Presse eingeladen, wir haben unsere Mitglieder eingeladen, wir haben die Bevölkerung eingeladen, die Betriebe,
Ich vermute, es kommt gar niemand. Und wenn niemand kommt und wenn es keine Entscheidung gibt, dann müssen wir eben dann in der nächsten Zeit sagen, der Verein wird aufgelöst. Und wie es dann weitergeht, wissen wir nicht. Das ist eben das, was mich gerade sehr bedrückt, weil ich habe mein Herzblut reingesteckt, aber ich allein kann nicht mehr weitermachen. Es geht nicht mehr. Dann danke ich Ihnen für die offenen Worte.